Der Woche Nummer 32 2023. 11.000 BesucherInnen durch Nürnberg. Eselrennen in 2 Wochen, 2,5 Wochen ist die Gamescom. Unter den Einfluss von teilweise strahlendem Sonnenschein in Hersbruck des 40. Eselrennen statt. Die ZuschauerInnen waren begeistert, als die gut gelaunten Esel mit ihren Reitern die Strecke entlang galoppieren. Die Veranstalter lockte zahlreiche BesucherInnen aus nah und fern an und sorgte für eine ausgelassene Atmosphäre. Das traditionelle Event beweist erneut, dass es eine beliebte Attraktion für Jung und Alt ist. Und am vergangenen Samstag ab Mittag strömte 11.000 BesucherInnen bei der Demo durch die Nürnberger Innenstadt, um am Christopher Street Day CSD teilzunehmen. Die bunte Parade setzte ein starkes Zeichen für die LGBTQ+-Gemeinschaft und ihre Rechte. Die Veranstaltung war ein beeindruckendes und fröhliches Fest für Toleranz und Akzeptanz in der Stadt. In einer Woche bekommt ihr davon auch ein Video. Die Gamescom ist nur noch 2,5 Wochen entfernt. Die größte Messe für Computer und Videospiele lockt auch dieses Jahr wieder tausende Gaming-Fans nach Köln, die aus aller Welt herkommen. Die auf der Gamescom bietet es eben die neuesten Spiele, Technologie zu entdecken und gleichzeitig verschiedene Sachen zu entdecken, wie Ort programmieren oder allgemein der Ausbildung, irgendwas in der Gaming-Branche Unternehmen da einzusteigen oder auch selber zu spielen, Spiele anzutesten oder einfach verschiedene Personen zu treffen vor Ort. Wir werden auf jeden Fall auch vor Ort sein und werden auf jeden Fall mit einem Livestream von der Messe dann auch berichten. Wann der jetzt genau ist, der erfahrt ihr am kommenden nächste Woche Video dann. Und natürlich auch Cosplay-Wettbewerbe und spannende Events sind vor Ort geboten. Und natürlich wie immer ein unverdächtliches Erlebnis für alle Gamer. Damit habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Schönen Tag. Tschüss.